Ich arbeite vorwiegend im privaten Bereich oder für Sammlungen, Versicherungen. Und es sind halt dann meistens Objekte, die aus Familienbesitz über mehrere Generationen weitergereicht werden oder erworben werden, weil sie dazu passen zum Interieur. Vorsichtig bestreicht Restaurator Frank Persau das Furnierstück mit Leim. Vorher hat er das beschädigte Stück herausgetrennt, nun kann er es aufkleben. Dann habe ich hier Spezialwerkzeuge, die eine abgestimmte Temperatur geben. Also Restaurierung heißt nicht wieder neu machen, bezieht sich darauf, dass Restauratoren keine Holzoberflächen wieder zum Hochglanz aufpolieren. Man geht eher in die Konservierungsschiene, das Objekt zu bewahren, zu erhalten, in seiner Substanz, in seiner Materialvielfalt. Das bedeutet eben auch, dass er keine neuen Materialien verwenden kann. Holz und Leim werden von ihm im Vorfeld exakt bestimmt und dann nachgeahmt. Luftblasen füllt er mit Leim und streicht sie dann aus. Möbel oder antike Kunstmöbelstücke sind ja Reflexionen, also wie man von sich selbst. Man hat da vielleicht Zeitepoche, eine besondere Zeitepoche, die man möchte. Wo man sagt, ja, ich möchte vielleicht Empire mit Tornett zusammenbringen. Empire-Möbel sind um 1805 und der Tornett, der hat dann weltweit die ersten industriellen Möbel eigentlich angefertigt im 19. Jahrhundert. Und das sind typische Klassiker und wenn man diese zwei Stile miteinander betrachtet, findet man eigentlich einen sehr konservativen Menschen. Diese Kommode stammt aus einem alten Gehöft. Viele Tage Arbeit dauert die Restaurierung. Frank Persau braucht ein gutes Auge für die kleinen Stellen und Geduld. Setze das gleich mal hin. Das steht jetzt natürlich noch drüber. Das ist dann die Aufgabe der nächsten Etappe, nachdem es angepresst ist. Das geht aber heute nicht mehr, dass man das dann zupasst, partiell.